die neue Residenz. Die Anlage der Residenz entstand in zwei Bauabschnitten. Die beiden westlichen Flügel ließ Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel in den Jahren von 1605 bis 1611 im Stil der Renaissance errichten. Knapp 100 Jahre später entstand unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn der zweiflügelige Bau am Domplatz. Baumeister dieses Teils war Leonhard Dienzenhofer. Bei der Gliederung der Fassade richtete sich Dienzenhofer nach der inneren Raumaufteilung. Die Residenz verfügt über mehr als 40 Prunkräume. Die Stuckaturen schuf Antonio Bossi. Möbliert sind die Räume mit mehr als 500 Möbelstücken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Zentraler Anziehungspunkt ist der Kaisersaal im zweiten Stock des Barockflügels. Noch heute finden hier Konzerte und Veranstaltungen statt. Der Tiroler Maler Melchior Steidl fertigte 1701 das Deckenfresko. Durch den gekonnten Einsatz der Perspektive gelang es Steidl, den Raum wesentlich höher erscheinen zu lassen, als er tatsächlich ist. Das Hauptbild zeigt den Triumphzug der Weisheit. Ein Putto hält ein Band mit dem Spruch Per me reges regnant, auf Deutsch, durch mich regieren Könige. Die Pfeiler zeigen eine Abfolge von 16 Kaisern des Heiligen Römischen Reichs, beginnend mit Heinrich II., dem Gründer des Bistums, bis zu Josef I. Über die Qualität dieser Gemälde könnte man streiten. Über den Kaisern finden sich römische Cäsaren. In den Ecken des Gewölbes werden die vier Weltreiche dargestellt: Assyrien, Persien, das Reich Alexander des Großen und das Römische Weltreich. Im ehemaligen Gäste-Apartment sind heute die Barockgalerie und in der ehemaligen Pagerie die Altdeutsche Galerie als Staatsgalerien der Bayerischen Staatsgemäldegalerie untergebracht. Im östlichen Flügel befindet sich die Staatsbibliothek. Dort lagert ein einzigartiger Schatz, mehr als 1000 mittelalterliche Handschriften, die zum Teil noch aus der Zeit Kaiser Heinrich II. Stammen. Die Werke gehören zum UNESCO-Dokumentenerbe. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.